dieser Lektion kommt einer der wichtigsten Punkte, wenn ihr lange Wheelies machen wollt, wenn ihr beim Wheelie locker sein wollt. Und bitte beachtet, das muss man wirklich fühlen. Ich beschreibe es euch jetzt, gebe euch ein bisschen Vorübung, aber dann müsst ihr es machen und tun, dann werdet ihr sofort die Vorteile merken. Wenn ihr den Wheelie-Impuls sauber beherrscht, der Wheelie leicht bergauf auch schon über einige Meter klappt, habt ihr es so geübt, dass ihr euch aufgerichtet habt, dann waren die Arme gestreckt. So konntet ihr gut in den Wheelie starten. Jetzt kommt ein fortgeschrittenes Manöver, was euch aber enorm helfen wird, und zwar der Sattel. Wichtig ist, ihr müsst, bevor ihr den Wheelie startet, mit dem Po ein bisschen nach vorne rutschen. Dann sitzt ihr hier deutlich vorne, dass ihr das Gefühl habt, ihr sitzt in dieser Sattelkuhle. Und dann könnt ihr mit dem oberen Teil des Gesäßes, gefühlt auch mit dem Steißbein, auf das Sattelende runterdrücken. Ihr seht es jetzt hier sofort. Das Vorderrad geht dann hoch oder, für uns auch wichtig, es bleibt oben. Durch diesen Effekt habt ihr die Arme, die vorher ganz viel Zug hatten, entlastet. Jetzt könnt ihr auch die Arme leicht beugen, sitzt dann sehr angenehm und fühlt euch ganz frei in den Händen. Dieser Kniff, dass ihr den Sattel nutzt, um das Vorderrad oben zu halten, ist enorm wichtig, damit ihr weiterkommt beim Wheelie-Fahren. Sowohl die Länge des Wheelies als auch Kurvenfahren, Wheelie-Tricks wie One-Hand-Wheelie, No-Hand-Wheelie oder den Tree-Lee, um einen Baum mit der einen Hand zirkeln. Da gibt es unendliche Möglichkeiten und es fühlt sich einfach viel besser an. Das müsst ihr auf jeden Fall üben. Ihr könnt es vorher als Trockenübung machen. Rutscht mit dem Po nach vorne, drückt mit dem Steißbein aufs Sattelende und dann packt ihr es in den Wheelie. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst es spüren und das wird euch weiterbringen. Ihr werdet sofort merken, geht es mit eurem Sattel sehr gut, weil wenn er sehr glattes Material hat, dann rutscht man schnell und kann nicht hier vorne bleiben. Da könnt ihr noch gucken, zieht ihr eine andere Hose an. Das hilft auf jeden Fall, wenn die etwas mehr Grip hat. Macht es, probiert es aus und dann geht es weiter in die nächste Lektion.